So, und damit herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Hab's jetzt schon wieder eine Weile lang nicht gespielt. Ich mache immer so ein paar frische Aufnahmesessions, wo ich dann, keine Ahnung, 5 bis 10 Folgen hintereinander aufnehme. Eieiei, Mensch, geht da schon gut los. Und jetzt habe ich hier noch so ein bisschen offline halt wieder ein bisschen gelootet und sowas. Und dann wollte der wieder mit mir quatschen. Das will ich natürlich in der Aufnahme drin haben. Deswegen habe ich es kurz abgelehnt. Jetzt gucken wir mal. Hey, ist jetzt ein besserer Zeitpunkt zum Reden? Mal gucken, was er sagt. Was gibt's denn, Preston? Also, ich weiß, dass ich von dir mit meiner Bitte, die Minutemen anzuführen, fast Unmögliches verlangt habe. Ich hatte nicht das Recht, dich darum zu bitten. An diesem Punkt war ich wohl einfach verzweifelt. Ich weiß immer noch nicht, warum du eingewilligt hast. Meinetwegen? Wegen des Commonwealth? Oder aus einem anderen Grund? Ist eigentlich egal. Du sollst nur wissen, dass ich zu schätzen weiß, was du getan hast. Sieh dir an, wo wir damals standen und wo wir jetzt stehen. Einfach unglaublich. Ist eigentlich schon nett, dass er das sagt. Vor allen Dingen, dass er sagt, so, er war so ein bisschen verzweifelt und so weiter. Und er war ja bei den Minutemen, als die gerade zusammengebrochen sind. Er wollte ja was bewegen in der Welt. Und er hat ja selber gesagt, dass er aber kein Anführer selber ist. Er kann Leute in eine Schlacht führen und so weiter, hat er ja mal am Anfang irgendwie gesagt. Aber er ist halt kein Anführer an sich. Der hat diese, ich sag jetzt mal, Anführer-Aura nicht. Danke, Preston. Danke, General. Ich habe genug deiner Zeit in Anspruch genommen. Zurück an die Arbeit. Okay, dann Hey. Okay, was soll ich tun? Entschuldigung? Brauchst du was? Einfach mal. Was denkst du über uns? Du bist jemand, dem die Minutemen folgen werden. Du spornst ja sogar mich an. Das klingt auf jeden Fall nett. Läuft zwischen uns alles gut? Es fühlt sich gut an, Leuten zu helfen, etwas zu bewirken. Das Commonwealth steht in deiner Schuld. Was meinst du? Du bist so jemand, der andere dazu bringt, für die gerechte Sache einzutreten. Ist schon gut. Kein Problem. Ja, sehr nett von ihm. Trotzdem ist er immer noch nervig. Eine Sitzung benötigt deine Hilfe. Mit den Skills Action Boy und Action Girl regenerieren sich deine Aktionspunkte schneller. Da steht und, da steht nicht oder. Gibt's da zwei Skills? Muss ich nochmal reingucken. Ich muss mal wieder reinlesen mit Skills und so weiter. Und ich habe gerade schon wieder gar nicht mehr so richtig im Blick, was ich auch als letztes machen wollte. Ich hätte mal in meine letzte Folge reinschauen sollen. Aber egal. Ich weiß auf jeden Fall irgendwas in Far Harbor, die ganzen Quests dort von Dima und seinen Leuten. Und irgendwie die Kinder des Atoms hier. Irgendwas dort rausholen. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr, was das war. Hab ich irgendeine Waffe gefunden? Ah ja, hier. Armin. Ich ihm Zeug gegeben? Aufgepasst. Zeig. Ja, 3 Stimpaks. Warum? Wieso hast du eine Impro-Automatik? Komm, hier, zieh mal das wieder an, das passt. Steht ja Gib es besser. mir. Die Impro-Waffe hole ich gleich weg. Die hebe ich gar nicht erst auf. Wie war das so? Zack. Jetzt liegt sie im Regal. Auch gut. Hilfsmittel. Zack, 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 zack. Alles rein hier. Wir haben 437 Stimpaks, ey. Oh Gott, ich überleg grad. Warte mal. Ah. Oh Gott, warte mal. Ich muss jetzt die Steuerung umstellen. Ich krieg das sonst nicht mehr hin. Ich hab viele, viele Jahre, deswegen war die Steuerung ja auch noch drin, Springen immer auf F gehabt. Was aber eigentlich nicht gut ist. Springen auf F sorgt halt dafür, dass du zum Beispiel nicht nach links springen kannst, außer du bewegst deine Hände so ein bisschen anders. Also du hast so ein bisschen Probleme, in gewisse Richtungen dann zu springen auf F. Ich kam sonst immer so damit klar, weil ich ja jetzt auch nicht die krassesten Shooter spiele, also PvP-Shooter oder irgend sowas. Aber da ist es nicht so gut. Und ich Favor. Nein, Quatsch. Springen auf das. Favoriten auf F, genau. Jetzt muss ich mich nur kurz mal umgewöhnen, dass ich springen wirklich auf der Leertaste habe, wie bei vielen anderen Spielen jetzt auch. Ist wesentlich angenehmer in der Steuerung. Gerade wenn ich so schräg springen will oder sowas, dann das geht mit der F-Taste gar nicht.
Deswegen, das ist mir dann auch in den Aufnahmen mal aufgefallen, wo ich so ein bisschen meine Aufnahmen mir angeschaut habe. Ich laber mal kurz ein bisschen Dümpel hier rum. In meinen Aufnahmen hing ich immer wieder mal in diesem Menü fest, wo ich dann gesagt habe, hey, mein Charakter bewegt sich nicht und so weiter, weil ich dann natürlich versucht habe, hier zu laufen. Ja, das ist natürlich der Hintergrund dann und da brauche ich mich auch nicht wundern, warum mein Charakter dann nicht läuft. Okay, aber genug geschwafelt. Was wollten wir machen hier? Schrott noch ablegen. Ich glaube, 125 passt doch sogar schon, ne? Okay. Hab ich noch irgendwas an Mods einstecken? Ja. Ich pack die jetzt erstmal hier mit rein. Mods hat ich eh hier drin. Okay, alles klar. Okay, warte mal. Jetzt gucke ich mal in die Quests rein. Geralt zu Cassie Dalton zurück. Da habe ich. Ach ja, na klar, hier diese riesen Anführergruppe da am Bruder MS Azalea und dann noch der Leuchtturm oder was das war. So, dann zu Demas Terminal. Wirf Fleisch ins Wasser. Okay, dann habe ich ja schon soweit alles. Dann kann ich ja jetzt dann wirklich hier mal die Hauptquest weitermachen. Okay. Ach so, ja, ich soll ja ihr irgendwie, glaube ich, Bescheid sagen, ja. Es kommt langsam wieder hoch. Langsam, aber sicher. Bin wirklich gespannt, wie viele Folgen das hier mit Fallout werden, ey. Also bis jetzt ist noch nicht wirklich ein Ende in Sicht. Ich habe ja noch lange nicht alles erkundet. Ich habe noch nicht mal der Hauptquest wirklich weit gespielt. Die ich ja auch wirklich komplett dann machen will. Ja. Also ich muss doch aufs. Ich dachte, ich müsste. Aber die hieß ja anders hier natürlich. Ach, ich bin so doof, ey. Mann, du bist ein Buch. Jungs mit dem. Nee, aber gar kein Ende bisher für das Let's Play hier in Sicht. Da wird immer wieder mal eine Pause zwischendurch sein. Wenn ich dann zu. Ich hab's ja in mehreren Aufnahmen jetzt schon gesagt. Ich muss auf ein Spiel Bock haben, um das aufzunehmen. Sonst wird die Aufnahme auch einfach nur kacke. Dann mache ich eine Aufnahme und dann habe ich gar keinen Bock mehr. Und das lohnt sich natürlich nicht. Jetzt habe ich gerade wieder ein bisschen Bock auf Fallout. Das werden jetzt auch wieder ein paar Folgen am Stück. Und mal schauen, wie das dann ist. Wo ich dann an. Irgendwann mal an einem Punkt sage, ich sehe das Let's Play für mich als beendet. Ich habe jetzt auch ein paar Playlists aktualisiert. Forest ist beendet, da wird nichts mehr kommen. Monster Hunter Rise genauso nicht. Bump Simulator war ja auch noch so ein Ding zwischendurch. Spiel. Oh nein! Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ist das jetzt dein Scheiß Ernst? Spiel ist abgeschmiert. Jetzt lasse ich natürlich die paar Minuten hier drinne. Dann wird das eine extrem kurze Folge hier mal. Eine kleine Zwischenfolge. Es sei denn, es fängt sich noch irgendwie. Hallo? Spiel? Ich weiß jetzt nicht, ob man irgendwie sieht, dass ich hier so ein bisschen hin und her switche. Ich komme nicht mal aus dem Spiel raus. Oh Gott, ey, Mann! Was ist denn nur los? Warte mal, läuft die Aufnahme noch? Die Aufnahme läuft noch. Nimmt doch alles schön auf, aber das Spiel ist einfach komplett tot. Na gut, dann ist das hier mal eine kleine Zwischenfolge, einfach nur mit kurzem bisschen Gelaber. Und dann geht's aber wirklich mit der nächsten Folge weiter und dann wird das hier auch keine Folgennummer kriegen. Dann bis zur nächsten richtigen Folge. Ich muss hier neu starten. Tschüss!